Ein Live-Konzert in Ingolstadt und dann auch noch JBO. Ob das was Gescheites ist, jetzt bei Tagsiffler am Mittag. Am 8.4.2016 fand in der Eventhalle in Ingolstadt ein JBO-Konzert statt, zu welchem ich natürlich als bayerischer Metal-YouTuber geladen wurde, um mich unterhalten zu lassen. Manche Leute laden mir einfach nur ein, um mich zu belustigen. Finde ich gut. Da ich aber am nächsten Tag nach Güßbach musste aufs Festival, hab ich nur wenig bis gar nichts an Alkohol trinken dürfen, was bedeutet, ich hab JBO nüchtern betrachten müssen. Für den einen oder anderen ein Ding der Unmöglichkeit und unvorstellbar. Für mich die Möglichkeit, das Ganze aus einer anderen Sicht zu betrachten. Und ich muss sagen, ein weiteres Mal Ingolstadt Con Metal. Die Halle war proppenvoll und die Stimmung war der Hammer. Ganz ungewöhnlich gab's bei JBO keine Vorband in Ingolstadt, sondern der fränkische Comedian Atze Bauer heizte die Menge für die nachfolgende Band auf. Das Lied ist anders, sinnlos, voll für die Tonne. Ungewöhnlich, aber ungewöhnlich gut. Er selbst hat mehrmals betont, dass es ihm so leid tut, dass nur er da ist und keine richtige Vorband. Aber auch er hat ein paar Lieder im Repertoire gehabt, die zum Mitgrölen waren und einfach nur zum Lachen. Ein Franke in Oberbayern und dann auch noch lustig? Ja, das funktioniert. Und JBO kommen ja aus Franken. Und die kamen dann gleich im Anschluss nach dem Atze Bauer JBO auf der Bühne. Sie starteten das Konzert ihrer explizit Lyrics-Tour mit dem Klassiker. Wollte letzten Samstag auf eine Party gehen und die Halle tobte. Um auf das bevorstehende Konzert weiterhin zu führen, ging's nahtlos dann mit Ella Page weiter. Eines meiner persönlichen Lieblingslieder. Bevor es dann endlich zu einer Begrüßung gekommen ist. Was soll ich jetzt noch zum generellen Konzert sagen? Ein Feuerwerk aus Klassikern aus dem Album Explicit Lyrics. Denn das ist die Tour. Das 20-jährige Jubiläum eines der erfolgreichsten Alben der fränkischen Spaßband. Nach einer großartigen Show und nach zwei Zugaben und zum Schluss dann auch noch mit den Hits JBO und Verteidiger des wahren Blödsinns war es dann auch schon vorbei. Leider. Also ich hätte mir schon noch 1, 2, 3, 8 Lieder für eine anhören können. Auch nüchtern betrachtet war das Konzert richtig gut. Ich muss sagen, mit dieser Tour machen JBO ihren Fans der ersten Stunde eine wahnsinnige Freude. Ein Klassiker folgt dem anderen und keiner beschwerte sich im geringsten nach dem Konzert, dass die Liedauswahl irgendwie scheiße war. War sie nämlich nicht, es war einfach nur genial. Das sollte jede Band irgendwann einmal machen. So eine Tour mit irgendeinem Album, das halt irgendein Jubiläum feiert. So als Schmankerl oder aus Langeweile. Mir hat's trotz fehlendem Alkoholkonsum trotzdem gefallen und ich kann diese Tour auch nur wärmstens jedem JBO-Fan ans Herz legen. Danke an den Veranstalter für die Einladung. Generell entwickelt sich die Eventhalle in Ingolstadt für mich zu einer beliebten Location. Weitere Events, die dort stattfinden, findet ihr natürlich unten in dem Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt's auch fast davon ausgehen, dass ich mich auf Rock- und Metal-Festel dort auf jeden Fall rumtreiben werde. Als nächstes steht auch schon Stahlmann an, ist ein Konzert und gleich am gleichen Abend nach dem Konzert ist dann Rock in den Mai, welches ich persönlich moderieren werde. Es fängt ein bisschen später an, aber dafür wird es umso länger und es zirkt sie und wir können miteinander trinken und Spaß haben, wenn ihr Bock habt. Wahrscheinlich gibt es dann auch wieder Verlosungen von irgendwelchen Event-Tickets und darauf freue ich mich ja schon, dass ich die mit euch durchziehen darf. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch JBO-Fans seid, dann gibt's dem Daumen mal ein Video nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ich mal wieder ein Video hochlade, dann abonniert einfach diesen YouTube-Channel oder folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und den ganzen Social-Media-Gram. Also da bin ich auf jeden Fall sehr aktiv und da poste ich dann auch immer, wenn ein neues Video kommt.
Und jetzt war's das, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn's ihr euch freut, dann freuen wir uns miteinander. Und in diesem Sinne sage ich auf Bayerisch, pfiat's euch, bis zum nächsten Video. Vergisst's nicht, wenn's ihr die Chance habt, JBO mal live zum sehen, in dieser Tour, dann geht's da hin, denn es lohnt sich wirklich für jeden, der schon seit Jahren JBO hört.